Willkommen zurück zu einem kleinen Spezial, würde ich mal sagen, denn mir ist ja letztens ein kleiner Fehler unterlaufen, und zwar beim Schachrätsel Nummer 6. Da wollte ich einfach nur die Frage stellen, Springermatt in 5 Zügen, und habe nicht bedacht, dass es noch mehrere Möglichkeiten gibt. Ich habe einfach nur meinen alten Schriften vertraut. Aber zum Glück gibt es ja Aschenkopf. Ich werde den Link zu dem Kanal nochmal rechts anzeigen, damit ihr euch auch bei ihm bedanken könnt, dass er folgendes Matt noch aufgezeigt hat, an das ich nicht gedacht habe und das ich auch noch nicht so kannte. Und zwar ist das das schnellste Springermatt, das er mir gezeigt hat. Und aufgrund dessen ich meine Aufgabe vom Schachrätsel Nummer 6, wie gesagt, ein klein wenig umstellen sollte. Also hier nochmal der Dank an dich, Aschenkopf. Ohne dich würde es in diesem Kanal wesentlich mehr unerkannte Fehler geben. Und deswegen ist dieses Video nur dir gewidmet. Also was hat er mir gezeigt? Ganz schnell. Das schnellste Springermatt, das es überhaupt gibt. Auch hier spielt der Weiße dem Schwarzen in die Hand. Beginnt mit E3, natürlich sehr passiv. Und der Schwarze möchte natürlich so schnell wie möglich mit dem Springermatt setzen. Deswegen setzt er auch gleich den Springer. Und der Weiße bereitet schon sich darauf vor, durch den schwarzen Springer genau auf D3 schachmatt gesetzt zu werden. Das hat er mir gezeigt, danke dafür. Das wusste ich auch noch nicht, habe ich wieder was dazugelernt. Vielen Dank, kurzes Video, aber das war mir sehr wichtig, dass das nochmal gezeigt wurde. Bis zum nächsten Mal.